haben auf dem Weg zur Bischofsweihe. Ganz besonderes Geschenk war der Pastorherrscher Besaat, der drei Wochen für der Weihe jeweils Freitagsabend so viele Leute schon gebührt, so viele Leute geboren in der Kirche, zusammen Messenfeiertag, zusammen die Eucharistie angebetet haben, zusammen still geworden und gewährt haben. Und damit mein Anliegen, euer Anliegen, alle mitgenommen hat ins Gebet. Das ist das schönste Geschenk, das ihr mir machen könnt. Dafür sei ich ganz stolz auf meine Heimat, ganz stolz auf alle, die hier in der Herbergen gefangen meine Gemeinde tragen, die Verantwortung übernehmen, die da sein, die sonntags da sein, den Gottesdienst feiern. So, und jetzt noch ein Hochdeutscher. Dann verstehen es alle, die hier gekommen sind. Ich freue mich sehr, Menschen aus all meinen Lebensbereichen hier zu sehen. Aus Trier und der Weichenbewegung, die Verwandtschaft, die weiter weg wohnt und doch heute gekommen ist. Die Bürger sind hier, das freut mich sehr. An erster Stelle, ganz am Schluss werde ich noch ein bisschen was zu den priesterlichen Gästen sagen, aber einen will ich besonders hervorheben. Meinen Vorgänger im Amt in Limburg, den ehemaligen apostolischen Administrator, Weihbischof Manfred Grote. Es ist für mich ein ganz besonderes Geschenk, eine wunderbare Gnade, dass du heute von Paderborn, diesmal nicht nach Limburg, sondern in die Grenzzone zum Bistum Trier gekommen bist und mit uns feierst. Das ist ein sehr schönes, bestärkendes Zeichen für mich. Ich glaube, dieser Mann hat einen Applaus verdient für das, was er tut. Schluss mit dem Reden. Jetzt wollen wir uns um den